Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Tagtown. Und wir haben es hinbekommen. Yay, warte mal. Ist die Musik gerade an oder? Irgendwie leise. Okay. Ich habe eine kleine Uhr gebastelt. Nein, eigentlich habe ich nur den kleinen Code kopiert. Und ja, hier wird jetzt eine schnieke kleine Uhrzeit angezeigt. Das Format ist ein bisschen scheiße. Da muss ich mir eventuell noch mal was einfallen lassen. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Und zwar kann ich das Programm mal ganz kurz zeigen. Muss mal ganz hier kurz. Terminaten Edit Zeit. Und da steht einfach oben, das heißt so viel wie steuere den hinteren Monitor an. Das heißt, der Computer ist ja so rumgedreht, dass hier die vorne ist und das heißt, da ist hinten und da stehen ja auch die Monitore. Dann steht hier Monitor Set Text Scale 1, das ist die Größe der Schrift. Und dann einfach nur eine Schleife while true do shell.run clear, das heißt, er clear den ganzen Bildschirm, shell.run time und dann sleep 0,2 und dann end. Das heißt, er clear den Bildschirm, das sieht man aber nicht. Und dann führt er jedes Mal den Befehl time aus. Das heißt, das aktualisiert sich dann immer. So, und damit das jetzt nicht stehen bleibt, machen wir einfach mal Folgendes. Wir machen diesen. Und machen Exit und machen, das ist hier schon eingespeichert, Monitor Back Zeit. So, und dann können wir hier, ich lasse das mal offen da oben, wer weiß, vielleicht ist ja nochmal irgendwas. Und dann aktualisiert sich das immer. Das ist das eine, was ich machen wollte. So, Zuckerrohrfarm hatten wir hier abgefrühstückt, die ist jetzt aus soweit, das ist auch ganz gut so. Hier wollte ich nochmal was machen, ich wollte die Schalter hier oben abhängen. Und die mal von unten anbringen, damit das nicht so schäbig aussieht. Und das mache ich auch gerade mal. Einmal ist hier der und einmal ist hier der. So. Und jetzt sind die angeschaltet von unten und dann brauchen wir oben nämlich keine Schalter mehr dranhängen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, geht wieder nach oben. Alles klar. So, hier haben wir noch ein bisschen Stein. Dann, was wollte ich denn noch machen? Ich wollte. Ach ja, hier oben. Mir ist aufgefallen so. Ich muss mir gerade schlafen legen. Kann ich mich schlafen legen? Ich weiß gar nicht. Gut, dann machen wir Toggle Down voll. Wir sind übrigens schon auf Tag 3223. Wir haben schon eine Weile gespielt, würde ich sagen. So, Regen hat aufgehört. Ich wollte hier mal das Gesamtpaket mal wieder ein bisschen verschönern. Und zwar wollte ich mal. Ich hole mir gerade mal ein bisschen Erde und Kies. So und so. Zwei Stacks. Naja, ein bisschen Erde muss schon noch. Und dann mache ich hier mal ein bisschen was weg wieder. Zack und zack und zack. Und das brauchen wir alles nicht mehr. So, und hier nehmen wir uns ein bisschen Erde. Und füllen jetzt mal die ganzen Wege da oben ab, weil irgendwie allgemein sieht es hier ziemlich schäbig aus. Hier muss ich zum Beispiel. Achso, da wollte ich auch noch. Da wollte ich ja auch noch. Haben wir noch Marble? Marble haben wir. Marble Brick 32. Haben wir noch was hier? Marble Brick Slab. Dann nehme ich auch mal die ganzen 39 mit, so wie sie sind. Und hier nehme ich mal ein Stack. Und meine Säge habe ich ja hier noch, soweit ich weiß. Ja, genau. Und hier mache ich mal davon welche. Und zersäge die. Und ich hoffe, das reicht dann. Ich denke mal schon eigentlich. Und dann können wir das alles ein bisschen auffüllen. Wobei ich gern hätte, dass wir. Nee, warte mal, hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Wo ist denn jetzt das Kabel hin? Oder geht das hier lang? Naja, es geht hier lang. Das ist natürlich ein bisschen fehlgelegt. Da müssen wir mal ein bisschen was umgestalten gerade. Kabeltechnisch. So, warte mal. Das kann mal hier hoch. Das kann mal hier hin. Zack. Allgemein wollte ich auch noch mehr Kabel legen zur Stromversorgung allgemein, damit unser Lagesystem da hinten nicht unabhängig, nicht ganz unabhängig ist und sich selbst versorgen muss, sondern damit das hier auch ein bisschen vom Lavaturm mitkommt. Und dann kann ich nämlich so langsam mal, auch hier, das wird damit angeschlossen, dann kann ich die ganzen Solarpanel, die hier oben stehen,
kann ich dann hier oben mit draufballern und dann haben wir hier eine zentrale Stromversorgung und alles wird so mitversorgt und das ist dann schon recht geil, wie ich finde. So, das soll auch mal recht geil werden gerade. Hier mache ich dann so eine, hier mache ich dann so eine Trapdoor hin und das wird dann so ein Verteilerkasten. Allgemein brauche ich jetzt noch ein bisschen Glasfaserkabel. Warte mal, da muss ich noch ein bisschen Glas herstellen. Machen wir gerade mal. Und in der Zeit, wo du das durchschmitzt, machen wir die Wege einfach weiter. So, bitte hier mal hoch. Was wollte ich denn noch? Ich brauche da noch ein bisschen Holz, genau. Zack. Und dann machen wir Trapdoors draus. Und zack, 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 zack. Dann machen wir... Ja, 20 Stück könnten eigentlich reichen, theoretisch. Zack. Und da haben wir hier so einen kleinen Wartungstunnel, sozusagen. Und hier wollte ich mal was gucken. Hier geht es nach unten. Wo geht es hier hin? Das, was hier rausgeht, ist, soweit ich weiß, HV. Oh, jetzt habe ich Fips seine Stromversorgung abgeschnitten. Das ist natürlich nicht so gut. Ich muss sagen mal, hier sind zum Beispiel auch noch Kupferkabel. Ich habe keine Ahnung, was hier alles liegt und was hier nicht liegt. Ich habe da ein bisschen den Überblick drüber verloren, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. So ein Kabelplan wäre irgendwie extrem geil. So, Glasfaserkabel. Die können wir gerade mal gut gebrauchen. Ja, hier haben wir schon mal welche. Ein Kabelplan müsste ich echt mal erstellen über die ganze Map. Weil wirklich, ich habe null Plan mehr, was hier wo lang läuft und überhaupt. Was ist das? Oh, komm schon. Warte mal. Hier ist ein LV-Transformer. Hier geht's dann an seine Badbox. Oder? Ja. Da kommen seine. Hier kommen seine Solarpanels an und hier geht's an seine Bedbox. Kann ich hier raus? Danke. Ich stecke durch das System nämlich echt nicht mehr durch. Hier, seine Solarpanels speisen auch die Bedbox in... Nee, Quatsch. Oder doch? Nee, seine Solarpanels speisen nur seine... Da steigst du ja gar nicht durch. Das muss ich ihm auch mal irgendwie ein bisschen verbessern. Keine Ahnung, muss ich aber später machen. Hier kommt auf jeden Fall MV an, das weiß ich. Was das hier ist, weiß ich nicht, ist aber auch wahrscheinlich egal. Hier möchte ich gerade mal das Kabel hier Was kommt denn? Von wo kommt denn das da unten? Wo geht denn das Kabel hin? Das... Lol. Na, ganz toll. So, bitte Wasser weg. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken hier. Wo sind wir denn? Alter. Hier kommt das MV-Kabel hoch, richtig? Richtig. Na, hier kommt mal so zu. Wieso geht hier... Oder ist der überhaupt nicht angeschlossen? Natürlich ist der angeschlossen, oder? Ach, okay, das ist... Okay, ich hab's verstanden. Das ist das MV-Kabel, was hier hochkommt. Was hier hochkommt, ist das MV-Kabel. Was ist das? Das ist der Solarturm, oder wie? Hier geht auch irgendwas hoch. Hier kommt der Solarturm an. Das ist die Leitung vom Solarturm. Das ist die Leitung, die zu den Abnehmern geht. Okay. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Kabelchaos. Jetzt muss ich wieder hoch. Ja, dann habe ich ihm jetzt seine Stromversorgung abgeschnitten. Es tut mir leid. Aber ich will halt auch mal hier durchsteigen und auch mal wissen, was eigentlich hier was ist. Und da habe ich nämlich momentan eigentlich wenig Überblick drüber. So, hier kommt die Leitung hoch. Das ist schön.
So, das hier möchte ich abbauen. Und zwar möchte ich das anders machen. Dass erst hier hinten die Leitung dann wirklich runter geht. Und bis hier. Bis hier. Bleiben wir dann auf der Höhe. So, dann sind wir nämlich hier auf einer Höhe. Und das gefällt mir eigentlich schon besser. So, jetzt arbeitet auch der Solarturm wieder. Zack. Und okay. Hier kann wieder alles zu. Ich hätte gedacht, hier laufen auch noch Kabel lang, aber laufen sie nicht. Hier ist ein wichtiger Knotenpunkt. Die wichtigen Knotenpunkte, die markiere ich jetzt immer mit diesen Trapdoors. Mit diesen Wartungsschächten. So, hier ist auch noch einer. Ja, ansonsten kann hier wieder Kies hin. Was hier ist, weiß ich auch noch nicht. Kümmere ich mich gleich drum? Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, hier. Mein Haus stand ja früher mal hier drüben. Und da kam früher, glaube ich, mal die Leitung an. Die ist aber jetzt tot. Weil es. Ja, die ist wirklich tot. Hier ist ja gar nichts mehr. Ja, gut, okay, dann. Sagen wir doch einfach mal, wir haben sie für tot erklärt. Machen hier dicht. Zu Hangman müssen wir natürlich, das mache ich vielleicht gleich mal. Ich mache gleich die Folge jetzt mal ein bisschen länger und baue jetzt wirklich mal alle Kabel hier ordentlich. So, das geht hier rüber. Das ist richtig, hier geht es runter. Hier können wir im Allgemeinen auch mal, hier können wir direkt eigentlich so rüber gehen. Das wäre eigentlich ziemlich gut. Weil dann können wir einerseits zu Hangman gehen. Das ist MV, was hier ankommt. Das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist MV. Ja, wir gehen hier rüber. Und was da unten ist die. Okay. Das habe ich natürlich aufgegraben. Das müssen wir mal wieder gerade dicht machen. Moment, ist der jetzt drüber hier? Kann man da jetzt ein Kabel draufsetzen? Ja, kann man, gut. Dann machen wir das auf der Höhe. Und graben es hier mal eben durch. Und zack. Bis zu Hangman hinter. Dann können wir Hangman wieder an das Energienetz anschließen. Zack, zack. Und können dann gleich weiter nach hinten gehen. Und das System wieder mit Energie versorgen. Das können wir auch gleich machen. Aber erstmal muss ich hier wieder durchsteigen. Ich hol jetzt hier gerade mal die Bäume ab, weil ist ja momentan sowieso noch nicht benötigt. So, hier hinten gehen nämlich die Kabel rein. Habe ich einen LV-Transformer? Nein, habe ich nicht. Schade. So, hier ist ein MFE. Der ist nämlich fast leer, würde ich sagen, oder? Ich glaube, den haben wir leer gemacht und dann nie wieder angeschlossen. Ja, genau. Lol. Gut. Können wir alles nachholen. Okay. Hier gehen wir direkt runter. Okay. Huch, ich komme nicht raus. Ah, Hilfe. Sind wir jetzt richtig? Nee, wir sind ein zu tief. Hier müssen wir dann. Ah, oh, jetzt ist da Wasser drin, ne? Das kotzt mich ein bisschen an. Warte. Abbauen. Und hoch hier. Oh, dieses Jetpack. Mann. Kann es nicht ein bisschen langsamer sein? Okay. Pass auf. Wir gehen jetzt hier durch. Und hier nach hinten. Und hier liegt auch noch ein Kabel. Die müssen wir natürlich vorher abbauen, weil sonst springen wir seine Bedbox in die Luft. Da machen wir dann später noch einen Abzweig. Hier müssen auf der Höhe liegen die Kabel, genau. So. Und dann können wir doch hier jetzt
schön die Kabel legen. Und seinen MFE mal wieder füllen. Ich glaube, er ist auch demnächst mal wieder da. Das heißt, wir können auch demnächst mal... kann er dann demnächst, wenn er wieder da ist, direkt seine Energie nutzen. Seine neu gewonnene. Ja. Allgemein, das Energienetz gefällt mir jetzt mittlerweile schon ganz gut. Auch wenn wir jetzt schon mal ein bisschen dran sind und mal ein bisschen nachbessern. Schadet ja nicht. So, alles mit Glasfasern. Und jetzt sollte... Ja, er lädt sich wieder auf. Gut. Super, das haben wir. Jetzt müssen wir nur alles wieder verdichten hier. Zack, zack, zack. Alles wieder verdichten. Hier auch. Muss ja nicht schäbig aussehen. Und so. Und hier jetzt wieder Kies rein. Kies, Kies, Kies. Alicia Kies. Ha, 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 ha. Okay. Wo sind wir? Was ist das denn? Ach, lass mich hoch hier. Ich lass mal die alten Kabel da unten alles einfach alles liegen, weil brauchen wir eh nicht mehr. Und die Ressourcen, pff, die haben wir so. So, okay. Schön. Dann läuft ja alles. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, gehen wir hier lang oder hier lang? Ich glaube, wir gehen hier lang, auch nicht hier. Einen Abzweig. Und legen hier auch noch Kabel. Ach, guck mal, hier liegt ja sogar schon eins. Können wir aber nicht gebrauchen. Das ist auch noch ein altes. Müssen wir beide mal so... Wo geht's denn hier weiter? Ich weiß das gar nicht so ganz. Ah, hier müssen wir unsymmetrisch werden. Ist aber egal. So, hier gehen wir hier weiter. Und dann können wir nämlich die ganzen Solarpanel abbauen. Und mit oben auf den Turm setzen. Okay. Komm mal weiter hier, komm weiter. So. Jetzt müssen wir... Ich mache jetzt erstmal ein Stück, weil sonst kommen wir hier aus der Bahn. Huch. Das... Trapdoor. Trapdoor und Glasfaserkabel. Kann sich höchst mal ein Beispiel dran nehmen hier. Alles überall Glasfaserkabel gelegt. Highspeed-Internet sozusagen. Huch, nein, das wollte ich nicht. Das können wir gleich mal wegschmeißen hier. Braucht eh keiner. Ja. So. Okay. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und... Hey. Hey. Ist ja überall schon Erde gelegt. Das ist ja super. So, ich hoffe, dass... ach nee, das Glasfaserkabel geht uns ja sowieso gleich aus. Dann holen wir gleich mal neues. Überall liegen Energiekabel hier. Das gefällt mir. Ich mag es ja so ein bisschen, wenn es so ein bisschen... eine gewisse Komplexität hat. Also nicht so, dass man nicht mehr durchsteigt, aber wenn man so ein gewisses System hat, das so ein bisschen komplex ist, ist schon relativ geil. Das mag ich auch an Strategie- und Simulationsspielen so. Wenn man so eine gewisse Komplexität hat, die einen aber nicht so um den letzten Nerv bringt. Das finde ich schon relativ geil. Da war ein Hütchen, jetzt ist es nicht mehr da. So. Okay. Abzweigung. Neue Glasfaserkabel geholt. Bin mal gespannt. Irgendwann haben wir vielleicht auch mal ein HV Solar Array. Das wäre natürlich ziemlich geil. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit von entfernt. So, wie weit sind wir denn? Hier sind wir schon. Okay. Dann machen wir einfach mal hier alles weiter auf. Hier gehen wir schon auf die Seite. Denn hier kommt dann... Huch, mein Handy vibriert. Und okay. Wo müssen wir denn dann hier rüber? Das ist die Frage. Hier müssen wir rüber. Gut, dann können wir bis hierhin jetzt legen. Kabel, 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 Kabel. Kabel Deutschland. So. Ach nee, warte mal, jetzt müssen wir dann auf die andere Seite.
So. Weil es ist einfacher, die Kabel hier am Weg an der Erde zu platzieren. So. Ups, 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 ups. Und zack, 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 zack. Schön. Hier muss jetzt Erde drunter noch und Kies drüber. Höhö, Kies drüber. So. Kies haben wir noch, gut. Alisha Kies ist uns noch nicht ausgegangen, aber bald müssen wir eine neue Alisha Kiesladung holen. Oh Gott, der Witz ist so schlecht, Mann. Ist ja auch von mir, ist ja, darf ja. So. Hier kommt eine sogenannte Trapdoor hin. Und hier schließen wir dann von unten an. Die Solarpanel bauen wir gerade mal ab. Können wir, wie gesagt, mit oben auf den Solarturm, auf den Generatorturm setzen. Werden wir eventuell auch. Weiß ich noch nicht. So. Jetzt aber erstmal hier hoch. Und erstmal anschließen. Und dann haben wir eine ganze Strecke gebaut. Das muss man sich gleich echt mal reinziehen. Huch. Dann ist das hier nämlich noch nicht mehr von Tag und Nacht abhängig. Obwohl es jetzt mittlerweile natürlich auch Tag und Nacht durchlief, wegen dem relativ großen Speicher, den wir zwischengeschaltet haben. Aber so ist es cooler. Und wir haben auch noch was von der überschüssigen Energie, die bei den Solarpanels produziert wird. Das heißt, die geht nicht verloren, wenn wir natürlich mehr MFSUs bauen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann komplett ohne Lava leben können und nur noch von Solarpanels. Das wäre auch ziemlich geil. So, reicht das jetzt? Lädt es sich auf? Yes. Oh, ich sehe es gar nicht. Jetzt kommt dann noch relativ wenig Energie an hier. Das heißt, wir müssen entweder wir upgraden wirklich auf HV, dass wir hier wirklich HV durchschicken und überall, wo dann halt ein Abnehmer ist, einen MV-Transformer hinmachen. Wäre meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung, wenn wir hier HV draufschicken. Weil es ist, das lohnt sich über die langen Strecken. Jetzt haben wir wirklich die Strecke von da nach da über die ganzen Wege bis dahin gebaut. Und geil. Also es lädt sich auf jeden Fall auf, aber es ist ein hoher Verlust da. Das ist ein bisschen doof. Immer schon wieder 22 Minuten, man verquatscht sich dann aber auch. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und machen dann noch ein bisschen Elektronik und so. Sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.